Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Hallo Internet. Meine Stimme ist nicht so ganz da. Ein bisschen rauchig, ne? Ja, deshalb überlasse ich heute einfach Jens komplett das Reden. Und ich lächle dann immer einfach ein bisschen wohlwollend, so wie so ein Kaiser. Ja, grenzdebil lächeln, das funktioniert aber nicht, weil ich den Sachverhalt nicht so gut kenne. Ach. Ja, liebe Freundinnen und Freunde von Betriebsrat TV, ich habe einen aktuellen Fall für uns. Ey. Den wir schön auf die Betriebsratsarbeit allgemein umlegen können. Ja. Ein netter Betriebsratskollege hat uns angeschrieben und hat erzählt von einem Problem im Betrieb. Ja, da fällt ein Mitarbeiter längerfristig aus. Kann immer mal passieren. Das soll vorkommen. Der Arbeitgeber hat sich dann schön überlegt, nach einer gewissen Zeit, so jetzt suche ich mir einen anderen Arbeitnehmer aus der Firma raus und befördere den auf den Platz, der da jetzt vakant ist momentan. Beförderung klingt ja erstmal gut. Ne? Beförderung, super. Super. Problem ist... Passiert selten, ne? Ja, die Stelle gibt es nur einmal. Nee. Ist auch nur einmal vorgesehen. Ja. Aber der andere ist ja krank sowieso. Ja, aber der ist im Grunde schon so auf dem Weg, dass er sich wieder eingliedern möchte. Ja. Und jetzt wenn ist er vielleicht auf dem Weg, sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. Ja, genau. Genau, das ist es nämlich. Dann kehrt er irgendwann zurück und dann ist seine Stelle belegt. Weg, ne? Ja, ist einfach weggefallen. Ja. Weil ist ja jetzt jemand anders. Hm. Und den kannst du ja doch nicht wieder zurückbefördern. Ja, und da war eben die Frage, was macht man? Und das Gremium war da auch eine Zeit lang in sich wohl sehr gespalten. Aber es glaube ich ja auch noch deshalb interessant, weil doch die Stelle, die weg, der kranke Menschen BR-Kollege war, oder? Der war zufällig auch noch im Betriebsrat, ja. Und der war auch ein engagierter Betriebsrat bestimmt. Ja, gehen wir mal von aus. Ja. Davon gehe ich mal aus. Ja. Sonst käme der Arbeitgeber nicht auf die glorreiche Idee, einen zu befördern. Weil mehr Geld ausgeben tun die ja in der Regel nicht so gern. Und dann bin ich nämlich diesen leidigen BR auch ein bisschen los, ganz elegant. Ja. Da wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen drüber reden, über die Zwickmühle. Ja, wenn man jetzt sich als Betriebsrat jetzt da hinstellt und sagt, nee, du kriegst jetzt keine Beförderung, Edge, da ist man ja auch Spielverderber. Du bist Spielverderber, aber du musst es den Leuten natürlich erklären. Genau. Ne? Weil wenn du die Anhörung von dem Arbeitgeber bekommst und du widersprichst als BR, um den kranken Menschen zu schützen, egal jetzt, ob der BR ist oder nicht, ne? Und du überlässt dann das Kommunikationsfeld dem Arbeitgeber und seinen Wasserträgern, der dann sagt, der geht doch sofort zu dem Menschen hin, der nicht befördert wurde, und sagt, der BR hat das verhindert. Ja. Ohne weitere Begründung. Und der Kollege, der dann betroffen ist, und der Kollege, der betroffen ist, empfindet das ja als, der BR ist gegen mich. Ja, ja. Wenn du das nicht erklärst, dann setze ich das fest. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also, aber grundsätzlich, es gibt ja ein Schlagwort, was der Kollege, der mir dieses Beispiel gebracht hat, auch selber benutzt hat, was das wirklich mal schön umfasst und griffig formuliert. Arbeitsplatzerhalt geht vor Beförderung. Ganz eindeutig. Wir wollen nicht hier einfach irgendwie auf versteckten Wege dafür sorgen, dass irgendwelche Leute aus der Firma rausgekegelt werden. Natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, da muss ja eben der Mitarbeiter, wenn er wieder gesund ist, sich seinen Arbeitsplatz selber einklagen oder sowas. Aber das setzt schon früher an. Die Aufgabe des Betriebsrats ist es, seine Mitarbeiter zu schützen. Ja, und genau an der Stelle kann man dann sagen, nee, der Beförderung stimmen wir nicht zu. Wir können zum Beispiel einer zeitweisen Versetzung zustimmen. Unter Anhebung der Bezüge. Wenn der dir zeitweise die Arbeit ausführt, ne, solange da der Platz vakant ist, klar, kriegt er mehr Geld und hat vielleicht mehr Verantwortung. Und das kann man auch so befristen, dass man eben sagt, diese Versetzung endet dann, wenn der andere Arbeitnehmer wieder einsatzfähig ist. Genau. Und dann hat der Arbeitgeber kein Problem. Dann ist der Arbeitsplatz besetzt auch und eigentlich sind alle glücklich. Es sei denn, in der Zwischenzeit wird dann der alte Arbeitsplatz, von dem der versetzt ist, wieder belegt
Und der hat dann nachher der wieder keinen Arbeitsplatz. Ja, da muss man auch wieder aufpassen. Genau, da musst du gucken, dass es keine Kette gibt. Ne? Genau. Oder dass du die Kette voll überblickst. Eben. Ja. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also unsere Meinung ist da eindeutig, ja? Arbeitsplatzerhalt vor Beförderung. Da kannst du aber keine zwei Meinungen geben, ne? Weil du musst ja den kranken Menschen schützen. Du darfst ja nicht durch die Krankheit einen Nachteil. Nee, natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht sehen das ja die Leute da draußen anders. Ich hoffe nicht. Ja, aber ich denke, das ist mal so ein Thema, mit dem man sich auch mal geistig beschäftigen muss. Weil das kann schneller mal passieren, dass man damit zu tun hat im BDR, als man denkt. Ich weiß gar nicht, warum du das so offen lässt. Das ist doch völlig eindeutig. Ja, für mich ja. Ja. Ja, hast du noch was? Ich meine, dass ich... Ich hatte jetzt eine Kurzangst, dass du einschläfst. Weißt du, es gibt jetzt auch eine Partei, die lässt sich von Stimmen der Faschisten zum Ministerpräsidenten wählen. Alter, da gibt es auch keine zwei Meinungen, dass das Kacke ist. Ja. Das kann man so oder so sehen. Doch, ich lese immer die Meinung, das sind in Wirklichkeit gar keine Faschisten. Die reden nur so, die riechen nur so, die sehen auch nur so aus. Ja. Aber es sind gar keine. Ja. Bei dem einen hat sogar ein Gericht festgestellt, dass man den Faschisten nennt. Ja, erstaunlich. Wie sind wir jetzt drauf? Jetzt haben wir wieder hier politisch hier geredet. Jetzt sagen die Leute, lasst mich mit der Politik allein. Ich will hier nur Betriebsratsthemen hören. Aber Betriebsratsarbeit ist immer politisch, liebe Leute. Mindestens ja betriebspolitisch. Ja, ne? Mindestens. Genau. Ja, hast du noch was? Nee, jetzt nicht mehr. Gut. Dann war's das. Wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.